Hi Leute und willkommen zu dem heutigen Video. Heute werden wir uns die 5 stärksten Pokémon aus der Alola-Region anschauen. Wir haben eine Menge neuer Pokémon im Pokémon Sonne und Mond bekommen, wobei wir uns heute keine Ultra-Bestien und keine legendären Pokémon angucken werden, da diese zu OP sind. Schabelle. Wir haben aber, wie schon gesagt, viele unterschiedliche Pokémon bekommen, die alle ihre Stärken und Schwächen haben. Und ich werde euch heute meine Top 5 darunter vorstellen. Wenn ihr denkt, ich habe ein Pokémon vergessen, dann könnt ihr natürlich dieses gerne in die Kommentare posten. Natürlich auch begründen, warum ihr denkt, dass dieses Pokémon auch einen Platz in diese Top 5 bekommen hätte sollen. Von daher würde ich sagen, legen wir los mit den stärksten Pokémon aus der Alola-Region. Let's go, guys! Das erste Pokémon, was wir uns angucken, ist Alola Vulnona. Dieses Pokémon kommt mit der Typenkombination von Eisfee und mit den Fähigkeiten Schneemantel und Hagelalarm. Wobei wir uns heute natürlich nur mit dem Vulnona beschäftigen mit der Fähigkeit Hagelalarm. Mit Hilfe der Fähigkeit Hagelalarm und den nicht wirklich schlechten Stats kann dieses Pokémon so einiges im Meta ausrichten. Es hat eine sehr gute Init und dabei noch eine gute Spezialverteidigung, um einige Hits abzufangen. Dazu profitiert dieses Pokémon auch, dass es einen Eistypen hat, weil viele Pokémon sehr effektiv getroffen werden durch einen Stab Blizzard, der zu 100% im Hagel trifft, wodurch der Hagelalarm sehr, sehr wichtig ist. Aber noch eine viel wichtigere Sache ist bei Alola Vulnona, dass es die Attacke Aurora-Schleier hat. Aurora-Schleier ist sozusagen Reflektor und Lichtschild in einem Move. Das heißt, sobald der Hagel draußen ist, könnt ihr diese Attacke machen und dann habt ihr gleich eine, ja, ein Def-Wert von plus 2 in der physischen Def und ein plus 2 Def-Wert in der speziellen Def. Auch wenn Alola Vulnona eine vielfache Effektivität gegenüber Stahlattacken hat, hält es trotzdem so einiges aus, wenn ihr den Aurora-Schleier vorher gemacht habt. Das heißt, ihr könnt einen Hit tanken, es auswechseln und alle eure Pokémon haben mehrere Runden erstmal den Schutz in beiden Def-Werten, was eine ultra krasse Attacke ist. Dazu haut es natürlich noch Stab-Feen-Attacken raus und wird von allen Pokémon nicht wirklich gut getroffen. Feuer-, Gift- und Gestein-Attacken sind normal effektiv und natürlich hat man eine Immunität gegenüber Drachen-Attacken ebenfalls im Team. Und wie gesagt, Leute, durch den Blizzard, der durch den Hagelalarm zu 100% trifft und den Aurora-Schleier und der Klassentypen-Kombination, ist dieses Pokémon auf jeden Fall in dieser Liste an 5. Stelle richtig eingeordnet. Das nächste Pokémon ist Alola Knogger. Alola Knogger kommt von den Typen Feuer, Geist und hat drei Fähigkeiten mit sich. Und zwar Tastfluch, Blitzfänger und Steinhaut. Tastfluch blockiert immer eine jeweilige Attacke, sobald der Gegner in Kontakt mit dem Pokémon kommt. Blitzfänger sorgt dafür, dass Elektroattacken komplett abgefangen werden. Und Steinhaut sorgt dafür, dass das Pokémon bei Rückstoßattacken keinen Schaden erleidet. Wir entscheiden uns hier auf jeden Fall für die Fähigkeit Blitzfänger, da es durch sein Typing schon eine weitere Immunität hat gegenüber Normal- und Kampfattacken. Das heißt, durch die Fähigkeit Blitzfänger hat es eine Immunität gegenüber drei Typen, was sehr, sehr krass ist. Und gerade im Meta, wo die Ultra-Bestien rumfliegen, ich sag euch Leute, dieses Ding fängt einfach alles ab. Wenn man sich so anguckt, Schabelle ist ein Kampf-Pokémon. Es kann absolut nichts machen gegen Alola Knogger. Außer vielleicht ein Eisstrahl, dass das Ding im Set noch hat. Aber was wirklich auch nichts macht gegen Alola Knogger, weil die Attacke resistet wird. Oder wenn ihr euch die Typenkombination von Katagami zum Beispiel anguckt. Das Pokémon ist Typ Stahl und Pflanze. Und mit einem Flare Blitz ist das Ding One Hit Down. Genauso wie seine dickere Form. Das heißt, gegen jeweilige Ultra-Bestien ist Knogger ein absolutes Beast. Genauso wie gegen die Kapus. Was will ein Kapu gegen Knogger machen? Richtig, Kapuriki wird einfach durch Blitzfänger komplett aufgesaugt. Das heißt, ein Kapuriki, was ein Pokémon ist, was wirklich fast in jedem Meta-Team drin ist, hat einfach gar keine Chance dagegen, weil die Feenattacken fängt es komplett ab. Man kann höchstens im Set Kraftreserve Boden haben, aber selbst das macht nicht sehr viel Damage, da es auch kein Step hat. Von daher im Meta ein absolutes Monster. Dazu kommen noch ultimativ hohe Verteidigungs- und Angriffswerte. Dann nochmal den Kampfknochen, der seinen Angriff nochmal um 50% steigert. Und dann nochmal der individuellste Movepool überhaupt, wie man es spielen kann. Man kann es als kompletten physischen Sweeper spielen mit Schwertanz, Erdbeben, Flammenblitz und Kampfknochen bzw. Schattenknochen. Oder man spielt es als defensives Set mit Irrlicht, Tarnstein, Erholung, Schlafrede. Man kann es spielen, wie man will. Das finde ich halt so richtig geil an dem Ding. Und es ist ein absolutes Monster meiner Ansicht nach. Als nächstes kommt das Shell-Smash-Pokémon schlechthin und zwar ist es Meteno, Leute. Meteno hat nicht nur alle Farben des Regenbogens, sondern zeigt euch auch, wo der Regenbogen hinführt.
Metino zerstört einfach komplette Teams mithilfe seiner einen Attacke Hausbruch. Hausbruch-Pokémon kennen wir es. Wir kennen es von Pokémon wie zum Beispiel Austoss. Aber was macht Austoss und Metino so unterschiedlich? Zunächst hat es erstmal die Fähigkeit Limit Shield. Das heißt, falls ihr Pilzsporen oder Paralysen wollt oder Irrlichten wollt, könnt ihr einfach Metino reinswitchen. Das Ganze wird einfach abgefangen, da es eine Immunität gegenüber Statusproblemen hat dadurch. Zusätzlich hat es in der Limit-Shield-Form auch noch bessere Death-Werte, aber schlechtere Init-Werte, was aber egal ist, denn sobald das Pokémon unter 50% kommt, kommt es in seine normalen Kernform und es trägt einen massiven Init-Boost und einen massiven Spezialangriff und Angriffsboost, was jetzt aber nicht wichtig ist, denn wir spielen dieses Ding eh physisch. In den Sets kann man das Schlohkraut spielen, um jeweilig den Hausbruch ein bisschen zu mindern, beziehungsweise um die Death wieder normal werden zu lassen, oder den Fokusgurt, um jeweilig safe einen Hausbruch rauszubekommen und dann sweepen zu können. Aber man ist dann sehr anfällig natürlich auch gegenüber Prioritätsattacken. Ich bevorzuge auf jeden Fall das Schlohkraut-Set, da so die Death-Werte wieder normal sind, man auf jeden Fall einen Hit tankt durch die Limit-Form und man dann auf jeden Fall zurückschlagen kann. Und man hat safe schon mal sein Item weg, damit die Akrobatik verdoppelt wird vom Damage her, was sehr, sehr krass ist. Dann kommen wir auch schon zum Move-Pool, Leute, und zwar Hausbruch, Akrobatik, Erdbeben und Steinkante. Das sind krasse Moves, will man gar nichts sagen. Alle physisch, man kann natürlich auch Juwelenkraft spielen, wenn man safe spielen will und einen Move hat, der normal Damage reindrückt, aber man hat dann halt einen Special Move und keinen physischen Move. Deswegen, das ist je nachdem halt, wie es euch passt. Von der Typenkombination Gesteinflug gar nicht abzusehen, ultra stabiles Pokémon einfach und wie gesagt, eine Step-Akrobatik haut einfach alles aus dem Leben. Und dazu hat man noch hier halt den individuellen Movepool mit Erdbeben und Steinkante. Und falls ihr richtig greedy seid, könnt ihr auch gerne natürlich Hausbruch, ja, ich sag mal spammen, falls ihr die Möglichkeit habt und dann ein komplettes Team sweepen. Deswegen meiner Ansicht nach der beste Sweeper im kompletten Game, der sich aufsetzen kann, wenn wir jetzt davon sprechen. Das nächste Pokémon ist das Pokémon Mimikma, Leute. Mimikma, ein Coverstar meiner Ansicht nach schon der 7. Gen. Dieses Pokémon ist nicht nur traurig, dass es nicht wie Pikachu geliebt wird, sondern andere Pokémon sind auch traurig, wenn sie gegen dieses Pokémon in den Ring steigen müssen. Mimikmas Typenkombination von Geist, Fee ist einfach richtig speziell. Dazu noch eine Fähigkeit wie Kostümspuk, die einen Zap sofort erscheinen lässt, ist einfach ultra krass. Das heißt, egal was reinkommt, ihr könnt Mimikma reinschicken und die Attacke verpufft. Sie verpufft einfach. Aber das, was die meisten Leute machen, sie setzen Mimikma ein, setzen eine Sword Dance auf oder einen Z-Platscher, sind plus 3 und sweepen dann komplette Teams. Wenn man die Möglichkeit hat, sich aufzusetzen bei Mimikma, sollte man es tun. Und es ist auch richtig krass dazu. Dieses Pokémon kann alle möglichen Attacken lernen. Irrlicht, Bizarro-Raum, dann Priority-Moves durch Schattenstoß, Knuddler, Dunkelklaue. Es ist einfach ultra krass. Ich glaube, es kann sogar Reflektor und Lichtschilder und alles raushauen. Da es ein Geist-Fame-Pokémon ist, ist es einfach ultra krass von der Coverage her, dass man darauf ballern kann. Und dieses Pokémon ist einfach fucking süß. Ich habe mich am Anfang immer im Let's Play schon verliebt in dieses Pokémon und ich sage es immer und immer wieder. Du wirst mehr geliebt wie Pikachu Mimikma. Auf jeden Fall. Das letzte Pokémon, beziehungsweise das meiner Ansicht nach stärkste Pokémon der Alola-Region ist Agrostella, Leute. Typ Gift Wasser. Fähigkeiten Quälerei, Belebekraft, Flexibilität. Oh boy, dieses Ding ist ein Monster. Mithilfe der Fähigkeit Quälerei crittet es immer, sobald das Ziel vergiftet ist. Und das kann mit der Attacke Giftschock massiven Damage ausrichten in jedem Team. Und es braucht dann nicht mal die massiven Spezialangriffe haben, beziehungsweise physischen Angriffe haben, um irgendwie Damage reinzudrücken. Aber eine Fähigkeit, die noch viel kranker ist bei den Verteidigungswerten von diesem Pokémon, ist die Fähigkeit Belebekraft. Belebekraft heilt ein Drittel der KP beim Austausch von einem anderen Pokémon. Das heißt, wenn dieses Pokémon angekratzt ist, tauscht es aus und seine KP füllen sich von alleine auf. Was ultra broken ist. Dazu kann es den Giftschleim oder Überreste tragen. Ich empfehle in dem Fall Giftschleim. Und es ist einfach eine Wall. Die Verteidigung und die Spezialverteidigung von dem Ding sind einfach Bombe. Der hat dazu noch einen vernünftigen KP-Base-Wert, eine Move-Pool wie dann Siedewasser, Bunker, Giftspitzen und Giftschock.
machen an allen Pokémon Damage, weil ihr crittet immer, sobald ihr die Giftspitzen draußen habt, weil jedes Pokémon vergiftet wird. Dann habt ihr den Bunker, um jeweils zu stallen, um euch zu heilen, um physische Pokémon zu vergiften. Dann habt ihr Siedewasser, um Pokémon zu burnen zur Not, um als Step-Attacke. Und ihr habt den Giftshop, wie gesagt, um immer zu critten und immer Damage rauszudrücken und unsere Gegner so langsam aber sicher zum Sterben zu bringen. Drei Schwächen bringt es mit sich mit, und zwar Elektro, Boden und Psycho. Und dagegen gibt es tausende Counter wie Boden-Pokémon, Flug-Pokémon oder Unlicht-Pokémon, die ihr in euer Team reinmacht. Das heißt, ihr braucht drei Pokémon und ihr habt Acrostella für immer und ewig geschützt sozusagen. Und ihr müsst dann natürlich auch predicten können. Aber Leute, das ist meiner Ansicht nach das stärkste Pokémon überhaupt in Alola. Wenn ihr andere Meinungen habt, könnt ihr die, wie gesagt, schon gerne in die Kommentare droppen. Und ich hoffe, euch das Video gefallen hat. Wenn ja, und wenn ich mehr solcher Videos machen soll, dann drückt auf jeden Fall den Like-Button. Dieses Video war ein bisschen aufwendiger wie andere, deswegen freue ich mich da, wenn wir da eine unglaubliche Like-Anzahl erreichen können, Leute. Aber wie gesagt, ihr könnt auch gerne Themenvorschläge in die Kommentare reinhauen für die nächste Top 5, die ich machen soll. Deswegen, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall einen traumhaften Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.